Danke sehr, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, es ist ja schön, dass alle den Bildungsurlaub wollen. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Er ist auch ein wesentlicher Bestandteil und Baustein des lebenslangen Lernens. Und vor allem muss die gesellschaftliche Bildungsarbeit bestmöglich gefördert werden. Und Ziel des Bildungsurlaubs ist es, Durchblick zu schaffen, Demokratie und politische Beteiligung sowie die Konfliktfähigkeit zu fördern, selbstbewusst zu werden und bei der Bewältigung des beruflichen und sonstigen Stresses zu helfen. Dass politische Bildung wesentlich für Persönlichkeitsentwicklung ist, ist in diesem Parlament unschwer zu erkennen. Wir würden uns freuen, wenn alle in den Genuss einer umfassenden politischen Bildungsarbeit gekommen wären, wenn sie sich mit Geschichte, Demokratie, Klimawandel und Geschlechtergerechtigkeit intensiv beschäftigt hätten. Dann müssten wir uns nicht solche substanzlosen, aber gleichzeitig erschreckenden antifeministischen und rassistischen Reden anhören. Auch für die berufliche Bildung kann natürlich Bildungsurlaub genutzt werden. Da ist es auch möglich, ab und an Online-Formate anzubieten. Bei der politischen Bildung darf das aber nur die absolute Ausnahme sein. Weil es geht hier um persönliche Begegnung, den Austausch mit Menschen, das Erlernen demokratischer Prozesse, die Förderung kritischer Persönlichkeiten, die Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Macht, die Erarbeitung neuer Kompetenzen, das Erleben einer anderen Region und Gesellschaft. Das kann man schlecht per Videoformat. Die Entwicklung zur mündigen Bürgerin, dem mündigen Bürger. Und das alles braucht tatsächlich Begegnung und die Freude am unmittelbaren Austausch. Aber vielleicht wollen das weder Landesregierung noch FDP. Wir als LINKE sehen den Bildungsurlaub als Chance, gerade für diese Gesellschaft, sich besser zurechtzufinden, eigene Standpunkte zu entwickeln, sich mit Rassismus und Rechtsextremismus, aber auch mit Ableismus und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Deshalb meinetwegen online, wenn es nicht anders geht. Aber Lernen braucht wirklich den unmittelbaren Kontakt mit Menschen, also offline und doch viel näher dran. Einige Änderungen im Gesetzentwurf der Landesregierung folgen durchaus einer richtigen Intention. Die Beantragung soll leichter und unbürokratischer sein. Mit der Flexibilisierung kommen sie auch den Bedürfnissen von Teilzeitbeschäftigten entgegen. Auch die Ausweitung der Ehrenamtsbereiche ist durchaus begrüßenswert. Wenn Sie allerdings den Bürokratieabbau tatsächlich ernst nehmen würden, stimmen Sie dem Antrag der SPD zu. Das werden wir auch tun. Allerdings hält uns die nahezu schrankenlose Öffnung der Online-Formate davor ab, dem Gesetzentwurf unsere Unterstützung zu geben. Online-Formate braucht es nicht für die Umsetzung des Bildungsurlaubs, sondern für die Kommunikation zwischen Ministerium und Anbietern. Damit nicht länger alles postalisch beantragt werden muss, hier wäre der Einsatz von digitaler Technik doch wesentlich sinnvoller. Wichtig ist für uns als LINKE, dass es aber auch für viele Bildungsträger und die Gewerkschaften, dass es nicht zu einer weiteren Bevorteilung beruflicher Bildung kommt. Wenn der Arbeitgeber will, dass sich jemand fortbildet, dann muss er das auch tatsächlich finanzieren. Wichtig ist für uns, dass der Bildungsurlaub stärker den Beschäftigten angeboten wird und auch angenommen werden kann, ohne dass man Nachteile im Betrieb befürchten muss. Und wichtig ist für uns, dass die Unterfinanzierung des Weiterbildungsbereichs beendet wird. Auch hier finden wir wieder die bekannten chronischen Erkrankungen der Landesregierung, Projektitis in Verbindung mit der zweiten chronischen Erkrankung, der Bürokratitis. Der Anteil an Projektfinanzierung und der damit verbundene Aufwand im Bereich der Mittelakquise, Mittelverwaltung und Berichtslegung ist für die Weiterbildungsanbieter erheblich gestiegen. Da fehlt aber auch noch eine Gegenfinanzierung. Das heißt, sie sind weiter belastet. Das ist eine schwere Bürde. Und ich möchte noch einmal zum Schluss auf den Beginn zurückkommen. Politische Bildung, richtig gemacht, hilft gegen rechte Ideologien. Das alleine ist Grund genug, sie mit viel Energie auszustatten. Danke.